Geglückt. Genau, und jetzt kommen wir leider schon zur letzten Präsentation für heute, aber wir freuen uns riesig auf diese Präsentation. Sie heißt, das Projekt heißt Mail-In und erklären und darstellen werden das euch Sven und Olli. Und in wenigen Sekunden wird hier auch alles stehen und dann können wir gleich starten. Die Präsentation ist noch im Aufbau. Was halt auch immer cool ist, dass einzelne Teilnehmer wiederkommen, dass man die Gesichter immer wieder mal sieht und einzelne Projekte teilweise sogar wieder aufgetaucht sind. Was auch schon cool ist, dass dann Projekte zusammengebaut wurden, also dass man ein Projekt, das schon mal bei Jugendhackt war, genommen hat und das erweitert hat oder kombiniert hat, also irgendwie Solarzellen auf den Bäumen dann plötzlich kombiniert hat mit was anderem, das halt unten war. Also es entsteht hier wirklich langsam so eine Community und was wirklich cool ist. Und genau, jetzt Mail-in. Herzlich willkommen zu unserem Jugendhack-Projekt namens Mail-In. Was ist Mail-In? Mail-In haben wir so konzipiert, dass es benutzerfreundlich ist und man kann mit Mail-In mit einem Display, der im Haus steht, oder auf einer Website Zugriff auf sein Postfach oder Briefkasten haben, um zu sehen, ob was drin ist und man sich vom Sofa aufstehen soll, um die Brief zu holen. Also vor allem ist das nützlich für Wohnblöcke oder Postfächer, weil man ja da einen möglichst langen Weg zurücklegen muss. Und man kann es auch für Umwelt einsetzen, indem man so ein Ding einfach in einen Mülleimer einbaut, damit sie nicht überlaufen, weil man dann genau weiß, wann man die leeren muss in öffentlichen Mülleimern. Also, was wurde benötigt? Also, wir haben einen Ultraschallsensor eingebaut, um die Distanz zu messen, zwei ESP-Module. Der Vorteil von denen ist, dass sie Zugriff auf WLAN haben, sodass wir über weitere Distanzen miteinander kommunizieren können. Und das Gehäuse wurde mit einem 3D-Drucker und Lasercutter gemacht und programmiert haben wir mit Arduino IDE. Ja, so, nun, wie funktioniert das Ganze? Hier drin haben wir einen Ultraschallsensor verbaut, der eine Distanz misst und sobald die Distanz unter 5 cm ist, sobald die Distanz unter 5 cm ist, wird von dem Ultraschallsensor ein Signal zum ESP geschickt, was auch der Server ist von dem Ganzen. Und von dem wird es dann auf eine Website geschickt. Und von der Website kann man es dann direkt aus der Website entweder auslesen oder dann über den 3D gedruckten über das Display im Haus auslesen. So, nun kommen wir zur Demonstration. So, das ist unser Briefkasten, unser provisorischer. Und da kommt jetzt dieses Gerät rein.
Und jetzt sieht man schon auf der Website wie auch auf dem Display steht dann bald, dass keine Post im Briefkasten ist. So, hier sieht man es, keine Post. Und sobald jetzt Post in den Briefkasten gelangt, verdeckt das den Sensor und die Website aktualisiert sich und dann steht Post und auch auf dem Display, der im Haus steht, sieht man, dass Post im Briefkasten ist. Und wenn das Ganze rausgenommen wird, ist wieder die Post leer. Unsere nächsten Schritte werden sein, dass wir das Projekt mit dem Mülleimer umsetzen werden. Dafür brauchen wir jedoch eine größere Distanz, um das Ganze zu verbinden. Und damit man nicht immer irgendwie eine Stromquelle über ein Netz oder eine Powerbank benötigt, um das Ganze mit Strom zu versorgen, wollen wir das Ganze natürlich mit Solarenergie betreiben und danach eine Website erstellen, mit der wir auch von verschiedenen, zum Beispiel Mülleimern, Postfächern und so alles darstellen können oder beim Mülleimer dann einen Graphen machen können, welche Mülleimer sehr stark benutzt werden, damit man so dann möglichst gut die dann immer leeren kann, dass nichts überfüllt ist. Ich hoffe, unsere Präsentation hat euch gefallen und ja, das gewesen. Danke vielmals. Das war Mail-In und leider schon die letzte Präsentation von den Projekten. Nächstes Jahr gibt's mehr. Also Sie sind jederzeit herzlich willkommen. Vor allem Ihre Kinder und Bekannten und andere.